Okay, wir haben auf jeden Fall genug Wasser, das ist amtlich. 133 Wassereimer müssen für den Spaß jetzt reichen. 40 Brote. Zählt Bernd das Brot eigentlich auch? Da brauche ich nur 49, dann lege ich den noch dazu. Wird noch einen Nahkämpfer und zwei Fernkämpfer im Hauptquartier stehen. Und neun Brote noch. Ich glaube, voll bis Silvester ist 10, 9, 8. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Wann zählt es eigentlich? Sobald es im Lager ist, oder? Anscheinend, ja. Da kommt einer, da kommt einer. Ach, von oben kommen die jetzt. Die schicken die wirklich da drüben rüber. Wahnsinn. Aber er produziert ja jetzt fleißig. Also seit ich jetzt da. Ja, jetzt füllt es sich langsam. Aber jetzt habe ich auch 1, 2, 3, 4 Getreidefarmen, die dann versorgen. 1, 2, 3, 4, 5 sogar. Oh. Und noch 5 Brote. Drei noch. Wir haben 47 Brote. Eins ist am Weg. Er zeigt mir nur von. Verzeihung, 46 an. Ich sollte vielleicht ein bisschen besser darauf achten, was ich denn lese. Egal. 48, 49. Das hat nicht eigentlich größer drehen, fällt mir gerade so auf. Interface, 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 Interface. Irgendwo war ja doch was, oder? Ha. Hätte schwören können. Egal. 49 und gleich sind wir durch. Bäckerei 1000 Schlau, unser Meisterbäcker, hat uns hier geholfen. Ausgezeichnet. Die Anzahl der gewünschten Brote wurde hergestellt. Yay. Ungeziefer, Schimmel, Jauchepfuhl. Fäulnis und Verwesung soll die Menschen heimsuchen, bis alle zu schwarzer Krätze vermodert sind. Hehe, welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Sag mit. Keine Laus, eher ein ägyptischer Skarabäus namens Hatschepsut. Die Ägypter haben ihre erste Aufgabe erfolgreich gemeistert. Tatsächlich? Gar nicht mal schlecht für eine Frau. Für eine Frau? Was soll das heißen? Nun, was ich damit sagen will, ist im Grunde die Möglichkeit, dem Matriarchat eine gleichwertige Stellung, ich meine der frauenzentrierten Führung, eine Majorität. Majorität. Ich möchte sagen, Bewunderung. Cheffe, bevor du dich um Kopf und Kragen redest, solltest du Hatschepsut wirklich besser in den zweiten Wettbewerb schicken.
Ja. Olympus hat es definitiv total drauf, ja. Der weiß, wie man mit Frauen umgeht. Nächste Mission. Pfeile der Verdammnis. Wüstensturm. Und dann sind wir schon bei den bei den Schatten. Ach du Grüne. Das geht schnell. Diese lächerlichen Hampelmänner wollen schottische Piraten sein? Da taugt ja dieser nichtsnutzige Wüterich noch mehr. Ihr seid die klügste, schönste und hinterlistigste aller Göttinnen. Zu gern würde ich euch zu Diensten sein. Gut, dann vernichte Hatschepsut. Hallo! Wir sind die letzten Überlebenden der Mutstofi und Arbashi. Wir haben uns zusammengeschlossen und nennen uns nun die unerschrockenen Arbadofi. Hatschepsut ist die Verbündete dieses Bajuwaren Garibald, der den Untergang unserer beiden Stämme heraufbeschworen hat. Wir stehen auf deiner Seite, Oberst Wüterich. Garibalds Feinde sind mir herzlich willkommen, ebenso wie jede zusätzliche Klinge. Gemeinsam werden wir diese Pharaonen das Fürchten lehren. Wer es glaubt. Ich jedenfalls gehe diesmal auf Nummer sicher. Ich werde die Sportart in ihren ersten Atemzügen zum Erliegen bringen. Und ihr, Wüterich, erledigt den Rest. Für die Spezialsportart der Ägypter müssen 50 Bogenschützen antreten, die zu 100% treffsicher sind. Ihr könnt euch, glaube ich, ausrechnen, wie viel Arbeit das wird. Genampf, egal. Erstmal einen Steinbruch. Um hier Bauland zu schaffen. Ich kenne diese Gegend gut. Eigentlich müsste es hier genügend Bäume geben, die wir so dringend zum Bogenbauen brauchen. Ha, ich hab's! Das Waldsterben hier hat ausnahmsweise einmal nichts mit dem Klimawandel zu tun, sondern mit den Intrigen der Rachegöttin Sachmet. Sachmet, höre sofort auf, den Baumbestand zu ruinieren. Mach dich aus dem Staub oder ich verpetze dich, sobald ich wieder einmal einen Draht zu Olympus habe. Du bist schlau und schnell, Hatschepsut. Dass du mich enttarnt hast, noch ehe alle Bäume vernichtet sind, wird dir aber nichts nutzen. Meine Verbündeten aus dem Süden erreichen dich bald. Sie werden dir den Garaus machen. Ja. Das heißt, wir haben ein bisschen was zu tun, und zwar vor allem erstmal Bauland gewinnen. Erstmal hier irgendwo einen Wachturm hinklatschen. Und das Ganze mit einer Hauptstraße quasi anknüpfen. Ich möchte diesmal ein bisschen was bautechnisch... jetzt hör auf. Ach, bin ich aber froh, wieder einmal einen Menschen zu sehen. Komisch, Moped. Jenen Robinson Crusoe aus Garibalds Geschichte hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Nein, nein, mein Name ist Moped. Ich komme gerade von der Besichtigung einer Insel nördlich von hier. Ich hatte vor, sie käuflich zu erwerben. Aber bei der Menge Wald dort kommt das ganz bestimmt nicht in Frage. Welch wunderbare Nachrichten! Bäume im Norden! Das muss der Bestand sein, den Sachmet noch nicht vernichtet hat. Schnell, wir müssen unbedingt dorthin. Und ihr, Moped, werdet uns führen. Der Borkenkäfer soll diese Pharaonin fressen. Wüterich! Ich weiß, dass ihr Bajuwaren eine mächtige Opferung besitzt, die... Schon klar. Ihr meint die Opferung, die Bogenschützen ihr Ziel verfehlen lässt. Ich werde sie sofort vorbereiten. Davut? Ich möchte jetzt mal bautechnisch ein bisschen was ausprobieren. Der Steinbruch wird nämlich später dann da weg sein und dann werde ich hier quasi einen Kreisverkehr haben rund ums Hauptgebäude. Einfach um den Zugang da ein bisschen zu erleichtern. Und dann einfach auch möglichst viele Zugänge zu haben. Aber erstmal Beile mit Weile, wir müssen erstmal hier Land gewinnen, im wahrsten Sinne. Ups, da kann ich noch eine Wachhütte hinbauen. Dann kann ich nämlich hier mit der Straße rübergehen. So, und dann sehe ich schon, wie unsere Produktion an Lehmziegeln langsam wichtig wäre. Dafür hätte ich gerne etwas Land, wo ich eine schöne Produktionskette aufbauen kann dieses Mal.
Das heißt, ein Brunnen, eine Ziegelei, das Ganze verbunden, dann noch, also hier habe ich wieder keinen Platz jetzt. Wie kriege ich die Straße hier rüber, kriege ich die hier hoch, genau, dann kriege ich die nämlich hier hin, dann passt das. Dann kann ich hier nochmal einen Brunnen bauen und eine Ziegelei, kann die wieder miteinander verbinden. Lass das hier hochgehen. So. Dann läuft es. Dann werde ich hier schön mit Ziegeln rein versorgt. Am Hauptdingens. Gefällt mir ein ganz gutes Konzept. Ich möchte einfach mal die Animation versuchen. Nicht einfach zu bauen, was ich gerade brauche, wo ich es gerade brauche, sondern wirklich mit Plan und Konzept rauszugehen. Das habe ich schon vor einiger Zeit in einem Kommentar mal gelesen, dass da einer geschrieben hat, er schaut drauf. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. Ich merke mir den Namen nicht. Ich sollte mir das aufschreiben, wenn ich sowas zitieren möchte. Da war aber die letzte Mission schon angefangen, als ich das gelesen habe, dass der halt immer auch nach dem Konzept geht. Okay, da drüben ist kein Festland, schade. Dass der nach dem Konzept geht, dass er sich wirklich überlegt, wo er was baut, wo er was hinstellt, wie er die Struktur aufbaut, dass die Wege wirklich von hinten nach vorne gehen, damit er da möglichst wenig Transportwege hat. Und ich mache das normalerweise in der Kampagne nicht. Und ich dachte mir jetzt einfach mal, okay, warum eigentlich nicht? Es ist doch total egal, wie ich es baue. Und Effizienz hat noch keinem geschadet. Man muss keinen unnötigen Stress machen, aber Effizienz selbst ist ja nichts Schlechtes. Deswegen dachte ich mir, ich baue das einfach mal so rum. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Und baue die Ketten einfach mal ein bisschen ordentlicher in dieser Mission. Hier ist viel Platz. Leben wird knapp, ich weiß. Aber das hat sich gleich erledigt. Ziegeleien sind ja schon im Bau und eigentlich schon fertig. Ich möchte jetzt nur endlich mal diesen Steinbruch da seine Arbeit fertig machen lassen. Da oben ist noch mehr Stein. Hier gibt es auch noch mehr Holz. Wie viel Holz habe ich eigentlich momentan noch lagernd? Gar nichts, okay. Angewöhnung auf S zu drücken, Inventar. Holz haben wir gar nichts, okay. Wenn ich hier noch einen zusätzlichen Brunnen baue, kann ich da hinten nichts mehr bauen, okay. Die Idee dahinter ist jetzt nämlich, dass ich einfach einen dritten Brunnen baue, um einfach einen Wasserüberschuss zu produzieren, mit dem ich dann auch andere Dinge bewässern kann. Oder einfach einen gewissen Vorrat anhäufe. Falls da wieder jemand auf die Idee kommt, mir die Brunnen einstürzen zu lassen oder so. Wäre ja nicht das erste Mal. Geologe. Meine Frage, wenn ich jetzt eine Religion gründen möchte, die auf Geologie und Dinges passiert, kann ich das dann Geotology nennen? Eigentlich schon, oder? Dann gibt es auch bald Biotology und Cybertology. Und Scientology wird sich dann hoffentlich bald die Haare raufen, dass sie überhaupt mit dem Scheiß angefangen haben. Das wäre doch einmal das ideale Counterkonzept, oder? Man gründet offiziell anerkannte Religionen in den ganzen Staaten. Wieso fällt mir der Scheiß gerade jetzt ein? Was habe ich gemacht? Oh Gott. Aber das wäre wirklich die ideale Countermöglichkeit für Scientology. Man gründet einfach offiziell anerkannte Religionen, die da eben dazu passen und sagt dann irgendwie eben so billig abklatsche quasi, die aber legal sind.
Die aber... Okay, man kann jetzt vielleicht kein intergalaktisches Freibiersaufen veranstalten wie die Scientologen, aber... Ja, okay. Man kriegt einiges raus.